Wird den gläubigen Studenten also eine rückständige Interpretation des Islam gelehrt, die möglicherweise gefährliche Einzeltäter motiviert? Dieser Mann soll nach Ansicht des Verfassungsschutzes die Lehrpläne an der EHW miterstellt haben. Yusuf al-Qaradawi, Chefideologe der Muslimbruderschaft. Ein Mann, der die Todesstrafe bei außerehelichem Geschlechtsverkehr befürwortet, Homosexualität verdammt und Selbstmordattentate zum Beispiel im Kampf gegen Israel verteidigt. Sie haben keine Bomben, deswegen machen sie sich selbst zu menschlichen Bomben. Das ist eine Notwendigkeit. Arbeitet das EIHW tatsächlich mit der radikalen Muslimbruderschaft zusammen? Zu einem Interview mit uns ist man in Frankfurt nicht bereit. Weder persönlich noch telefonisch. Immer wieder werden wir vertröstet. Schließlich aber heißt es auf der Homepage: Man sei erstaunt und zum Teil entsetzt über die vorurteilsbeladene und falsche Berichterstattung. Das Institut sei nicht Teil der Muslimbruderschaft und unterhalte auch keine Verbindungen. Seltsam nur, dass sich zum Beispiel einer der beiden Leiter der EIHW, Khaled Hanafi, auf seiner Facebook-Seite gerne mit Yusuf al-Qaradawi zeigt. Kein Zufall, davon gehen auch Islamwissenschaftler aus. Das EIHW wird vom hessischen Verfassungsschutz beobachtet. Mehr können die Staatsschützer im Moment nicht tun.